Hallo, ich möchte was berichten vom Obstbau. Im letzten Jahr habe ich einen Besuch gemacht in einem großen Kirschanbaugebiet, wo ganz, ganz viel Kirschen angebaut werden. Der Obstbau dort spritzt inzwischen zum Teil bis zu 35 Mal im Jahr. Und das ist etwas, was natürlich kein Geld für Gewinn überlässt, sogar die Verluste garantiert. Und wenn die Kunden wüssten, was da passiert auf dem Weg in die Tüte, dann würde wahrscheinlich der Absatz sofort weitgehend stoppen. Ja, was kann aber gemacht werden? Also, dass Behörden einfach vorschreiben, ihr müsst weiter Kirsche anbauen in einem Gebiet, wodurch Monokulturen dieser Kirschanbau unmöglich geworden ist. Das zeugt von der Absurdität und man sollte solche Behörden einfach mal mit allen Betrieben zusammen ignorieren und die sollen solchen Blödsinn aufhören. Das kann nicht sein, dass halt Betriebe kaputt gemacht werden durch behördliche Vorgaben, die jeder ökologischen Vernunft widersprechen. Man könnte da vieles andere gut anbauen. Die Esskastanie würde da sehr gut reinpassen, Haselnusskulturen und so weiter. Und sicherlich ein paar Kirschen machen auch Sinn, aber nicht diese ganz, ganz großen Gebiete, wo ein Schädling dann leichtes Spiel hat. Ja, Apfel. Wir haben auch bei den Apfelbetrieben immer größere Probleme. Und es gibt eine große Aufbruchstimmung. Also die Menschen haben erkannt, dass es diese Probleme gibt. Und es gibt inzwischen viele, die gute Beispiele vorweisen können. Also insofern verbreiten sich die guten Methoden immer mehr. Und das ist toll zu sehen. Und ich mache jetzt dieses kurze Video einfach nur, um hinzuweisen, dass die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft selbstverständlich auch im Obstbau gelten. Lebendigen Boden aufbauen, die Bodenbiologie massiv verbessern durch besonders auch die Bodenpilze bei Baumkulturen und Obst und vielen anderen sind die Mykorrhizen, also die Pilze, die Wurzel und Pilz zusammenwirken lassen, wo also 1 Meter Baumwurzel plötzlich 1000 Meter effektive Aktionsradien entwickelt. Das ist spektakulär und das muss mit allen Mitteln gefördert werden. Und die Biozide sind vielleicht der Weg, dass gerade dieses super Produktionssystem nicht mehr funktioniert und man abhängig ist, 35 Mal irgendwas einzukaufen. Gut, das haben wir jetzt verstanden und insofern geht es jetzt besser weiter mit biologischen Methoden. Bodenaufbau, lebendiger Boden. Und da gibt es halt die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft, Johnson Compost, die Arbeit von Dan Kittredge, also das, wo ich jetzt auch schon mehrfach darauf hingewiesen habe. Die Sache, die ich heute bringen möchte, geht aber tatsächlich jetzt in der Richtung, wie kriege ich halt die Äpfel so, dass sie super lecker schmecken. Und dass wir halt tatsächlich die Qualität zu würdigen wissen. Und dieser Apfel wäre für viele Supermärkte gar nicht akzeptabel. Im Bioanbau wird das noch toleriert, aber auch der Bioanbau geht Richtung Industrialisierung zum Teil. Und es geht um Geschmack und nicht darum, wie exakt der jetzt geformt ist und wie lange er im Regal liegt. Gerade die guten Sorten sind zum Teil nicht so lange im Regal und da sollte man halt auch da Diversität haben. Manche sollen lange liegen, damit wir jetzt auch ins Jahr hinein noch Äpfel vom letzten Jahr haben können. Ja, das andere Prinzip neben dem lebendigen Boden ist natürlich die Vielfalt. Also nicht jetzt alles nur Apfel, sondern dazwischen auch mal eine Pflanze, die Stickstoff einbringt. Bei den Bäumen ist die Auswahl nicht so riesig.
Aber man kann zum Beispiel Schwarzerlen mit einbringen, wo es trocken ist. Auch die italienische Schwarzerle, die bringt relativ viel Stickstoff. Robinien gibt es welche, die nicht so auswuchern in die Umgebung, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Auch die Dornen sind gewaltig. Und es sollte auch am Rande der Kulturen einfach Naturräume geben, wo halt dann die Vögel und die Nützlinge sich ausbreiten können, die dann von dort aus halt die Schädlinge bei den Nutzkulturen halt ja, einfach wegfressen und damit so das biologische Gleichgewicht herstellen, ohne dass das kostet. Und zugleich gibt es mehr Vielfalt, mehr Vogelgesang und mehr Schönheit in der Gegend. Windschutz spielt auch eine Rolle. Ja, dann die Vielfalt, die biologische Vielfalt sollte auch heißen, dass man nicht nur Äpfel hat, sondern halt auch verschiedene andere Kulturen, Pflaume und andere Obstkulturen, aber auch Nussbäume dazwischen hat. Die Haselnuss ist eine tolle Kultur. Mit der richtigen Mykorrhiza geht die auch sehr gut. Die muss man aber auch einbringen. Da gibt es leider nicht viele gute Anbieter. Da muss man wissen, wem man vertrauen kann. Und dann kann das aber gut gehen. Jetzt möchte ich die Anregung geben, sich 10 Minuten zu nehmen, um einfach mal richtig glücklich zu werden an dem, was jetzt passiert hier in Kanada. Seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Ein Permakultur-Gemüsebaubetrieb, der es so ein bisschen extrem macht, aber schon so, dass er da ein sehr, sehr gutes Einkommen mit generiert und zugleich Freude hat und die Natur da fantastisch aufgeblüht ist. Und mir ist auch klar, dass jetzt für viele große Betriebe es sehr, sehr schwierig ist, so weitgehend umzustrukturieren. Aber warum nicht mal eine Teilfläche so umzubauen, wenn man selber nicht die Kapazität und die Lust dazu hat? Kann man vielleicht auch mal jüngere Leute ermutigen, dort was zu machen über einen Pachtvertrag gegen Mitarbeit und so weiter, dass da halt einfach auch mal so eine Vielfalt aufgebaut wird und von dort aus auch dann halt die, ja, Erfahrungen gesammelt werden können und die Vielfalt auch dann in die Umgebung gehen kann. Ja, viel mehr möchte ich da nicht zu sagen und damit viel Spaß bei dem Video. Der Link dazu hier unten drunter und bitte gerne Kommentare dazu und weiterverteilen. Wir müssen nachholen. Nordamerika ist 20 Jahre voraus, aber es geht jetzt hier auch sehr, sehr schnell weiter. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.